Herzlich willkommen zu unserem Webinar Klimawandel, Katastrophen, Konflikt, Kooperation mit Herrn Professor Proska. Mein Name ist Christian Oberle vom Bund für Soziale Verteidigung. Bei dem Webinar sind die ersten Minuten verloren gegangen bei der Aufzeichnung, wo es um die Person des Referenten ging. Inhaltlich ist alles vorhanden. Im Folgenden die Aufzeichnung. Ich wünsche viel Spaß. Aber wie gesagt, im ersten Teil erstmal zu extremen Ereignissen, die mit möglicherweise dem Klimawandel zu tun haben und Katastrophen. Wobei mir vor allen Dingen wichtig ist, herauszuarbeiten, dass auch Katastrophen nicht in erster Linie Naturereignisse sind, sondern gesellschaftliche Ereignisse, weil es sehr darauf ankommt, wie man mit extremen Ereignissen umgeht, die unvermeidlich mit dem Klimawandel zu tun haben werden, aber nicht unbedingt Auswirkungen haben, die katastrophal sind. Aber da will ich dann gleich drüber noch etwas mehr sagen. Fangen wir jetzt erstmal an mit diesem ersten Teil. Also Klimawandel, dass Klimawandel mehr an Extremereignissen hervorrufen wird, ist unumstritten eigentlich in der entsprechenden Wissenschaft, in der Klimawissenschaft. Nicht überall und nicht in allen extremen Dimensionen ist das zu erwarten, aber es gilt zum Beispiel für Dürren. Hier ist eine Karte, die jetzt man nicht so im Detail unbedingt sich angucken muss, weil das relativ grobe Vorhersagen sind, was da in der Zukunft an extremen Ereignissen, die mit dem Klimawandel zu tun haben, zu erwarten ist. Da sind zum einen Dürren, was hier also dunkelrot, orange, braun eingefärbt ist, wo man erwartet, dass es eine Zunahme von länger dauernden Trockenperioden gibt, die dann zu Dürren werden. Zum Teil sind es Regionen, die jetzt schon sehr stark davon betroffen sind, wo man dann möglicherweise mehr davon erwartet. Dann gibt es die Vermutung oder relativ klare Vermutung, dass es auch eine Zunahme geben wird von Überschwemmungen in bestimmten Regionen, vor allen Dingen dort, wo es Veränderungen im Monsun gibt, also in den regelmäßig wiederkehrenden Regenzeiten. Auch bei den Stürmen, jedenfalls bei den tropischen Stürmen, wird erwartet, dass sie zunehmen. Weniger bei den Stürmen im Norden, also zum Beispiel bei uns in der Region, ist es umstritten, ob es auch zu einer Zunahme der Anzahl und Intensität der vor allen Dingen Winterstürme über die Nordsee kommt. Verbunden mit diesen Extremereignissen, die jetzt eher sozusagen manifest werden innerhalb von Tagen, Wochen, gibt es dann auch nur Extremereignisse, die etwas länger dauern möglicherweise. Dazu gehören dann Dinge wie zum Beispiel Abschmelzen von Polareis oder auch größere Veränderungen bei Meeresströmungen, die dann möglicherweise auch zu massiven Klimaveränderungen führen, die dann nicht nur lokal wären, wie es bei Dürren oder Überschwemmungen oder Stürmen der Fall ist, sondern möglicherweise die ganze Welt betreffen. Da ist dann auch der Übergang schon gegeben zu den langfristigen, den schleichenden Veränderungen, die ja zugrunde liegen, auch diesen Extremereignissen, die Veränderungen bei den Extremereignissen, nämlich vor allen Dingen erstmal die Erwärmung der Erdoberfläche und auch der Meere und dann auch die Veränderung von irgendwelchen Niederschlagsmengen in verschiedenen Regionen. Also das ist das sozusagen Szenario, vor dem das Ganze stattfindet. Wir werden also mehr an solchen Extremwetterereignissen haben. Es gibt zunehmend Evidenz dafür, welche von diesen Extremwetterereignissen mit dem Klimawandel jetzt schon zusammenhängen. Das sind relativ komplizierte statistische Verfahren, mit denen man es versucht, plausibel zu machen, welche stattfindenden Extremwetterereignisse mit dem Klimawandel zu tun haben oder auch passieren werden ohne den Klimawandel. Aber es gibt, wie gesagt, eine große Übereinstimmung in der Klimaforschung, dass es mehr und auch intensivere Extremwetterereignisse geben wird. Zum Thema Klimawandel und Katastrophen. Also es gibt eben hier, das ist dann der linke Bereich dieses Schaubilds, die Vorhersage, dass es mehr durch Klimawandel an Extremereignissen gibt.
Wetterereignisse sind solche, die eben innerhalb von kürzerer Zeit passieren, Klimaereignisse sind solche, die etwas länger dauern. Dass aber ein Extremereignis zu einer Katastrophe wird, das ist nur der Fall, wenn tatsächlich davon, und jetzt ist mal die Frage, wie man Katastrophen definiert, in der Regel werden die definiert über Schaden, Schäden vor allen Dingen im Bereich Menschen, die zu Schaden kommen. Also klassische, vielleicht gleich noch Statistiken zu Katastrophen sagen, eine Katastrophe ist dann gegeben, wenn eine bestimmte Anzahl von Menschen gestorben sind durch diese Katastrophe. Es gibt auch andere Zahlen, die eher die wirtschaftlichen Schäden zugrunde legen und sagen, eine Katastrophe ist dann gegeben, wenn ein Schaden einer bestimmten Höhe durch ein Extremereignis passiert ist. Aber es ist immer eben eine Schadenswirkung, die natürlich auch damit zusammenhängt, dass ein Extremereignis dort stattfinden muss, wo überhaupt eine solche Schadenswirkung eintreten kann. Und umgekehrt natürlich auch es Möglichkeiten gibt, diese Schadenswirkung vorab durch Maßnahmen zu vermeiden. Das ist hier gemeint mit Recht auf der rechten Seite dieses Schaubilds, Disaster Risk Management, dass man also vorher schon versucht, Risiken von Katastrophen zu vermeiden. Und das insbesondere bei Klimawandel. Man versucht durch Adaptionsmaßnahmen, durch Maßnahmen, die dazu führen, dass der Klimawandel nicht die großen Auswirkungen hat, hier haben würde, ohne solche Maßnahmen dann die Schadenswirkung zu begrenzen. Um ein Beispiel zu nennen, Überflutungen. Überflutungen in Regionen, in denen wenig Menschen leben, haben natürlich sehr viel weniger Schadenswirkung als Regionen, Überflutungen in Regionen, wo viele Menschen leben. Und auch in Regionen, in denen viele Menschen leben, kann man natürlich verhindern, dass jetzt Überschwemmungen, Überflutungen zu großen Schadenswirkungen führen, durch bauliche Maßnahmen, indem man auch zusieht, dass Menschen nicht in gefährlichen Regionen siedeln und so weiter. Also insofern ist eben eine Katastrophe immer auch immer eine gesellschaftliche Grundlage. Es ist nicht so, dass insofern ist der Begriff der Naturkatastrophe auch eher problematisch. Natürlich sind Klimaereignisse aus der Natur kommt, aber wenn sie mit Klimawandel zu tun haben, dann auch menschengemacht. Und insbesondere die Schadenswirkungen sind eben sehr stark davon abhängig, inwieweit es Maßnahmen und Aktivitäten gegeben hat, um überhaupt erstmal die Möglichkeit eines Schadens herbeizuführen, beziehungsweise zu vermeiden, dass eine solche Schadenswirkung auftreten kann. Zwei Dimensionen möchte ich kurz benennen von solchen Katastrophen. Hier werden sie auch Umweltkatastrophen genannt. Das ist eine Statistik, die kommt aus Belgien von einer Gruppe, die Daten zu Umwelt- und anderen Katastrophen, auch menschengemachten Katastrophen, zum Beispiel Industrieunglücke, sammelt. Und daran kann man sehen, dass es zwar in dem längeren Zeitraum eine deutliche Zunahme der Katastrophen, die mit Wetter zu tun haben, gegeben hat. Hier sind Umweltkatastrophen nicht nur Wetterereignisse, sondern auch sogenannte geophysikalische Ereignisse mit aufgeführt, also Erdbeben und Vulkanausbrüche. Aber es sind vor allen Dingen die mit Wetter verbundenen Katastrophen, die einen Zuwachs hatten. Also vor allen Dingen im Bereich hier der Überflutung. Das ist von der Anzahl her seit vielen Jahren die größte Gruppe, aber auch im Bereich der Extremwetterlagen im Sinne von Hitze- und Kältelagen, was relativ kleine Zahl ist, aber häufig große Auswirkungen hat, ist hier in Grün gezeichnet. Das sind die Dürren. Die Dürren sind meistens nicht lokal, sind zwar lokal, aber dann schon viele Menschen betreffend und haben dann Auswirkungen auch für viele Menschen. Aber insofern, ich wollte hier nur zeigen, es hat insgesamt über die letzten 50 Jahre eine deutliche Zunahme gegeben. Aber wir sehen, dass ungefähr um das Jahr 2000 herum es eine Trendwende gegeben hat, vielleicht ein bisschen viel, denn über andere Statistiken, in denen dann diese absteigende Kurve hier nicht so ausgeprägt ist. Aber doch insgesamt kann man feststellen, dass um das Jahr 2000 herum die Anzahl zumindest der Umweltkatastrophen nicht mehr in dem Maße zugenommen hat wie in den Jahrzehnten davor. Ich gehe gleich noch ein bisschen auf Gründe ein. Ein anderer Aspekt, den ich kurz erwähnen wollte,
betrifft die Binnenvertriebenen, weil eben eine Auswirkung neben den Todesopfern, die es eben auch bei Katastrophen in großer Zahl immer wieder gibt, ist die Vertreibung von Menschen. Menschen, die ihren Ort verlassen, weil sie aufgrund der extremen Ereignisse dort nicht mehr leben können. Und auch hier sieht man, dass es eine riesige Zahl ist. Also wir haben hier Millionen von Menschen. Das ist eine andere Quelle, IDMC, die sammeln für die ganze Welt die Anzahl der Menschen, die durch Konflikt oder Katastrophen, das ist hier in Braun, sind die Konflikte durch die, also Vertriebene durch Konflikte, in Blau sind die Anzahl der Vertriebenen durch Katastrophen. Wir sehen, dass das beides Kurven sind, die sehr hohe Zahlen darstellen, viele Millionen von Menschen, die davon betroffen sind. Aber bei den Katastrophen, und ich will jetzt nicht auf die Anzahl der Konfliktvertriebenen eingehen, bei den Katastrophen sehen wir auch, dass es, wenn man das so ein bisschen über die Zeit mittelt und jetzt nicht jeden einzelnen Balken sich anguckt, doch relativ konstant ist seit der Zeit, wo diese Daten gesammelt werden. Auch da ist es interessant zu sehen, dass es eine große Zahl von Menschen, aber eben nicht mehr ansteigen. Und insofern auch hier, also sehen wir, dass wir zwar eine schlimme Entwicklung haben, dass die Katastrophen viele Menschen vertreiben, aber dass es jetzt nicht so ist, dass man unmittelbar jetzt schließen kann, dass mit mehr Klimawandel es zu mehr Binnenvertreibung kommt. Woran liegt das? Und ich will kurz etwas sagen zu Katastrophenvermeidung und den Aktivitäten, die gemacht werden, um zu verhindern, dass Katastrophen, wenn sie denn stattfinden, massive Auswirkungen haben. Und da können wir feststellen, und ich denke, da gibt es schon einen relativ deutlichen Zusammenhang zwischen den Trends, die man bei Katastrophen und auch bei der Zahl der Binnenflüchtlinge, auch bei der Zahl der der Katastrophenopfer sehen kann und dem Ansteigen von Aktivitäten mit Katastrophen besser fertig zu werden sehen kann. Also hier sind so auf dieser Sch aus dem Schaubild ein paar Aktivitäten, die jetzt im Sinne von großen Konferenzen, großen Aktivitäten gelaufen sind. Aber diese stehen nur dafür, dass insgesamt man sagen kann, dass es in den letzten Jahren deutlich mehr an Bemühungen gibt, sowohl jetzt, wenn erstmal eine Katastrophe eingetreten ist, die Schadenswirkung zu begrenzen, als auch im Sinne der Risikovermeidung und Stärkung von Resilienz, ein Wort, was ja viel benutzt wird, also dass Menschen, wenn sie von Katastrophen betroffen werden, dann relativ schnell wieder in ihre Lebensbedingungen verbessern können. Da wird eine Menge mit mehr getan, deutlich mehr getan seit einigen Jahren. Und ich denke, man kann schon sehen, dass das auch Wirkung hat an den Zahlen. Nur mal ein Beispiel, hier geht es um die internationale humanitäre Hilfe. Also das sind nicht nur internationale Anstrengungen, weitem nicht nur internationale Anstrengungen, die eben dazu führen, dass die Auswirkungen von Extremereignissen nicht immer schlimmer geworden sind. Aber internationale Hilfe spielt eine Rolle und da kann man schon sehen, dass die Hilfe, die von außen kommt, für humanitäre Aktivitäten. Und das sind jetzt nicht nur Katastrophen, die mit Wetter zu tun haben, sondern das sind Zahlen, andere Zahlen habe ich nicht, wo eben auch andere Katastrophen mit dabei sind, also zum Beispiel auch Erdbeben und Tsunamis. Und Vulkanausbrüche, vor allen Dingen Erdbeben, sind häufig ja auch, treffen viele Menschen. Aber man sieht diesen ansteigenden Trend. Trotzdem, und das ist etwas, was natürlich uns nicht beruhigen kann, hier in dieser Grafik auf der rechten Seite, ist das Funding Gap aufgeschrieben, aufgezeichnet, das die Vereinten Nationen festgestellt haben zwischen dem, was aus Sicht der Vereinten Nationen notwendig gewesen wäre, um, das geht jetzt vor allen Dingen um Hilfe nach Katastrophen, um ausreichend Hilfe zu leisten und dem, was tatsächlich geleistet worden ist. Also die schwarze Linie sind das, was jeweils ausgerechnet worden ist, was man bräuchte, um mit den Auswirkungen von Katastrophen fertig zu werden, und blau ist das, was dann tatsächlich von der internationalen Staatengemeinschaft zugesagt worden ist. Also insofern keine Beruhigung, aber doch schon ein
Hinweis darauf, dass man relativ viel machen kann und wahrscheinlich noch mehr machen könnte, um eben zu verhindern, dass Extremereignisse zu großen Katastrophen werden, oder jedenfalls in der Menge der Wetterereignissen, Extremwetterereignissen, es dann zu einem Anstieg auch der Schadenswirkung für Menschen vor allen Dingen durch Katastrophen kommt. Das war jetzt der erste Block, wo es um die Katastrophen ging. Ich würde jetzt gerne zum zweiten Teil kommen. Keine Fragen jetzt gesehen. Da geht es jetzt um die Frage, und was ist denn jetzt der Zusammenhang zwischen Klimawandel und bewaffneten Konflikten oder Krieg? Sprechen lieber von bewaffneten Konflikten. Das ist ein Ausdruck, der rechtlich klarer ist. Also da geht es darum, dass eben es zwischen militärischen Verbänden oder militärähnlichen Verbänden zu Auseinandersetzungen kommt, in denen es auch dann zu Todesopfern kommt durch die Anwendung von Waffengewalt. Da gibt es viele Publikationen immer wieder seit vielen Jahren, die sagen, also es ist so, dass wir mit dem Klimawandel eine große Zunahme von bewaffneten Auseinandersetzungen zu erwarten haben und in Zukunft also Klimakriege ein wichtiges Thema sein werden. Ich bin da eher skeptisch, muss ich sagen, bin da eher der Meinung, dass man das hinterfragen muss, diese These. Und zwar deswegen, weil es doch sehr komplex ist, welche Auswirkungen der Klimawandel hat auf Dinge, die dann wiederum für Konflikte, für bewaffnete Konflikte entscheidend sind. Dies ist ein Schaubild hier, das versucht, diese Komplexität darzustellen. Insofern ist es auch relativ komplex. Aber man sieht hier das Klimasystem, Temperatur, Niederschläge, Extremereignisse und so weiter haben zunächst erstmal Auswirkungen auf die Umwelt, auf ökologische Fragen, Wasser, Land, Ökosysteme, Biodiversität. Und dann geht es weiter zu Fragen der menschlichen Versorgung mit Grunddingen wie Wasser, wie Nahrungsmittel, wie Energie. Und erst dann, wenn dann möglicherweise Probleme auftreten, können wir sprechen über soziale Aspekte des Klimawandels, wie dann auch hier zum Beispiel Gewalt und Konflikt. Und dazwischen kann sehr viel passieren. Es ist die Frage, inwieweit der Klimawandel tatsächlich dann diese Auswirkungen hat auf natürliche Ressourcen. Denken wir etwa an Wasser. Der Klimawandel hat schon Auswirkungen auf Wasser, aber das kann man natürlich auch wieder bearbeiten. Auch das ist nicht etwas, was dann immer naturgemäß und nur durch die Natur, nur durch den Klimawandel bestimmt wird, sondern da ist auch viel an gesellschaftlicher Aktivität dann verantwortlich, inwieweit Veränderungen durch den Klimawandel tatsächlich zu einer Veränderung des Wasserdargebots führen. Und dann auch die Frage, wie weit das dann einzelne Menschen oder Gruppen von Menschen betrifft, auch das ist natürlich vor allen Dingen eher eine gesellschaftliche Frage. Wenn es tatsächlich weniger Wasser gibt, wie wird dann dieses Wasser verteilt? Wer bekommt dieses Wasser? Wer wird ausgeschlossen von der Nutzung dieses Wassers? Wird es dazu genutzt, um möglicherweise auch Konflikte anzuheizen? Und dann erst ist dann die möglicherweise die Verbindung gegeben zu auch bewaffneten Konflikten. Also das will ich jetzt im Einzelnen gar nicht diskutieren. Ich will nur deutlich machen, kann eben diskutieren nachher, wie komplex die Zusammenhänge sind und wie wenig es eigentlich an Automatismus gibt zwischen Klimawandel und bewaffneten Konflikten. Also das, was in diesen vielen dieser Veröffentlichungen unterstellt wird, wenn der Klimawandel dazu führt, dass es weniger an natürlichen Ressourcen gibt, dann werden die Menschen sich auch mit kriegerischen Mitteln auseinandersetzen, um an diese Ressourcen zu kommen. Da gibt es viele Fragezeichen an vielen Ecken und Enden über diesen Zusammenhang. Es kommt hinzu, dass es ja nicht so ist, dass es immer so sein muss, dass wenn jetzt irgendwo eine Krise ist, eine Katastrophe ist, eine Stresssituation ist, es zum Beispiel weniger Wasser gibt oder bei einer Katastrophe die Lebensbedingungen der Menschen sich massiv verschlechtern, dass das dann dazu führt, dass man die Konflikte intensiviert, dass dann die Individuen und die Gruppen, die möglicherweise betroffen sind von dieser Situation, dann in Richtung auf Anstieg von Konfliktbereitschaft und möglicherweise sogar Gewaltbereitschaft reagieren, sondern, und das ist etwas, was vor allen Dingen in der Forschung zu Katastrophen, ich werde es dann später nochmal ausführen, große Rolle spielt. Häufig sind genau solche Krisensituationen Auslöser auch von mehr Kooperation, von mehr Bemühen um Zusammenarbeit.
um auch bemühen, eben vorab gemeinsam dafür zu sorgen, dass dann die Risiken, die durch solche Konflikt- und durch solche Katastrophen- und Krisensituationen entstehen, abgemildert werden. Also es ist natürlich auch hier ein komplexes System von Kooperation und Konflikt, was sich möglicherweise ausgehend von einer bestimmten, hier in diesem Fall als Tipping Point beschriebenen Extremsituation ergibt. Aber nur gucken auf die Gefahren, nur gucken auf die Möglichkeiten, dass es zu mehr bewaffneten Auseinandersetzungen führt, das ist verkürzend und insofern falsch. Das ist übrigens auch etwas, was der internationale, der IPCC, also der Intergouvernementale Panel on Climate Change, die Institutionen von Wissenschaft und Regierung, die sich regelmäßig anguckt, was im Bereich Klimawandel passiert, auch vertritt. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen vorlesen, aber das Ergebnis ihrer letzten Studie, die jetzt ein paar Jahre her ist, war, dass es zwar schon hier robust knowledge, also robustes Wissen darüber gibt, dass einige Risiken für, in diesem Fall sagen Sie es Klimawandel, für Bürgerkriege, Civil Wars bestehen, dadurch, dass bestimmte Faktoren, die auch für Bürgerkriege von Bedeutung sind, mit dem Klimawandel sich verändern, wie zum Beispiel dann auch Lebensbedingungen. Aber dass man insgesamt nicht sagen kann, schon, dass es einen direkten Zusammenhang und ein empirisch nachweisbares höheres Risiko von bewaffneten Konflikten im Allgemeinen gibt. Schon unter bestimmten Bedingungen in bestimmten Regionen, aber eben nicht im Allgemeinen. Das haben die hier auch dann auf der Grundlage von einigen Studien nochmal zusammengefasst. Confident Statements, also gesicherte Erkenntnisse über den Zusammenhang von Klima- und bewaffneten Konflikten sind momentan nicht möglich, weil es gibt nicht hinreichend belastbare Theorien und Evidenz, die diese Kausalität begründen könnte. Natürlich als Wissenschaftler ist man dann versucht zu sagen, okay, das ist der Stand der Wissenschaft, da müssen wir weiterkommen. Und deswegen will ich kurz mal auf eine Studie eingehen, die ich mit einigen Kollegen zusammen gemacht habe und die jetzt dieses Jahr veröffentlicht worden ist, wo wir das jetzt nochmal genau untersucht haben, den Zusammenhang zwischen Wetter- und Klimakatastrophen und bewaffneten Konflikten mit verschiedenen Methoden. Ich kann da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, das würde zu lange dauern, aber ich kann dann gerne nachher Fragen beantworten. Aber wir haben drei verschiedene Methoden kombiniert. Etwas, was sich Event-Coincidence Analysis nennt, da geht es vor allem darum, den zeitlichen Zusammenhang zwischen Katastrophen und dem Beginn von bewaffneten Konflikten zu untersuchen und zu gucken, ob es da einen statistischen Zusammenhang gibt. Das heißt, dass die Frage ist, ob es nach Katastrophen öfter zu bewaffneten Auseinandersetzungen kommt als in anderen Zeiten. Und da kann man schon feststellen, ja, es gibt einen Zusammenhang. Es ist so, dass bewaffnete Konflikte nach Katastrophen häufiger sind als sonst. Also insofern gibt es schon einen gewissen Hinweis darauf, dass es einen Zusammenhang gibt. Allerdings ist dieser Zusammenhang nicht sehr stark. Und dann haben wir eine zweite Methode benutzt, die nennt sich QCA, Qualitative Comparative Analysis. Da geht es vor allen Dingen darum, Faktoren herauszufinden, die das erklären könnten, warum es manchmal zu Konflikten kommt nach Katastrophen, manchmal nicht. Und da kann man sehen, dass hier die drei Hauptfaktoren, die genannt wurden, die wir herausgefunden haben, sind einmal der Link to Development. Das heißt, es ist schon so, dass man sagen kann, dort, wo das Niveau an wirtschaftlicher Entwicklung und sozialer Entwicklung besonders schlecht ist, dort ist es wahrscheinlicher, dass Katastrophen auch zu bewaffneten Konflikten führen. Dasselbe ist dort der Fall, wo es bereits ethnische Spannungen gibt, wo dann diese Spannungen auch möglicherweise mit Ungleichheit wirtschaftlicher Art zusammentreffen. Und schließlich ist es schon so, dass man auch sagen kann, dort, wo viele Menschen leben und deswegen wahrscheinlich auch viele Menschen von Katastrophen betroffen sind, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das dann auch zu Gewalt kommt. Also das ist dann der Beitrag dieser Methode. Und dann haben wir schließlich noch eine Case Study Analysis gemacht, wo wir uns verschiedene einzelne Fälle angeguckt haben, die nach
dieser ersten Methode, nach der Event Coincident Analysis, als mögliche Fälle angesehen wurden, wo eine Katastrophe zu bewaffneten, zum Beginn von bewaffneten Konflikten geführt haben könnte. Und dann stellt man fest, dass das auch in diesen, da wo das möglich, wo das statistisch möglich ist, nicht unbedingt der Fall ist. Dass also, huch, das habe ich zu weit gesprungen, dass auch da in diesen Fällen, das sieht man hier in diesem Schaubild, dass es da so ist, dass in der Mehrzahl der Fälle es nicht plausibel ist, sondern offensichtlich das, was da statistisch festgestellt worden ist, tatsächlich nur auch ein statistischer Zusammenhang ist. Das ist aber durchaus, und das sind dann hier die blauen, lilanen Felder und gelben Felder, eine Reihe von Fällen gibt. Wir hatten also insgesamt, je nachdem, wie lange man den Zeitraum zwischen Katastrophe und Beginn der bewaffneten Konflikte setzt, bei 7 Tagen weniger Fälle, aber bei 30 Tagen dann hier sind es 45 Fälle. Das ist schon bei einer Anzahl von einem Viertel ungefähr oder einem Drittel fast bei hier 7 Tagen plausibel ist anzunehmen, dass tatsächlich es auch einen Zusammenhang gegeben hat, der nicht nur statistisch ist, sondern darin liegt, und jetzt ist hier interessant, das, was wir herausgefunden haben, dass es vor allen Dingen an diesem Faktor Opportunity gelegen hat, nämlich daran, dass die Möglichkeit, Gewalt auszuüben, sich durch die Katastrophen verändert hat. Das kann sowohl die Regierungsseite in Bürgerkriegen betreffen, dass einfach man feststellt, dass dann die Regierung das zum Anlass nimmt, und die Katastrophe, um auch gegen unliebsame Gruppen vorzugehen. Kann aber umgekehrt sein, dass Rebellen dann die Möglichkeit sehen, weil die Regierung geschwächt ist, zu bewaffneter Gewalt zu greifen. Also dass dieses Opportunitätsargument häufig plausibel ist, interessanterweise deutlich weniger, aber das kann auch daran liegen, dass es eben bei diesen Fällen nicht der Fall war, haben wir gefunden, dass es Grievances waren, also dass man aufgrund der Katastrophen die Bevölkerung dann gesagt hat, also dieser Staat, der hilft uns nicht, jetzt müssen wir mit Gewalt gegen ihn vorgehen. Das haben wir nur in wenigen Fällen, also hier in dem der Untersuchung nach 30 Tagen, glaube ich, nur in 2 Fällen festgestellt, dass das da möglicherweise diesen Zusammenhang gegeben hat. Also insgesamt schon so mein Fazit, kann ich hier nicht auf alles eingehen, aber dass man sagen kann, unter bestimmten Bedingungen stellen wir fest tatsächlich, dass wetter- und klimabedingte Katastrophen zu mehr bewaffneten Konflikten führen, aber eben nur unter bestimmten Bedingungen, also dort, wo es ethnische Exklusionen gibt, wo es geringes Niveau an Bevölkerung, an Entwicklung gibt, wo es große Bevölkerung gibt, die von Katastrophen betroffen ist. Und dann vor allen Dingen aufgrund der Veränderung der Bedingungen für Gewaltausübung nicht so sehr, jedenfalls haben wir das nicht gefunden, weil es etwa Proteste gibt oder man, weil die Bevölkerung sagt, also wir müssen jetzt wegen dieser Katastrophe zu Gewalt greifen. Oder das kann man noch mal vertiefen, das habe ich dann in anderen Untersuchungen auch gemacht, um mal genauer zu gucken, welche Mechanismen verbinden denn Extremereignisse und bewaffnete Konflikte. Mechanismen im Sinne von, welche Verbindungen zwischen zum Beispiel Ressourcenknappheit, Ressourcenverteilung und bewaffneten Konflikten gibt es. Und da stellt man fest, dass das eben sehr komplex ist. Ich habe es eingangs schon gedacht. Ressourcenknappheit etwa ist etwas, was sich in manchen Katastrophen einstellt. Das heißt, es gibt dann eben weniger, die Lebensbedingungen verschlechtern sich, weil es zum Beispiel eine Dürre gibt oder auch durch eine Flut viel zerstört worden ist. Aber es gibt eben auch häufig dann doch Zufluss an Ressourcen. Es gibt internationale humanitäre Hilfe, es gibt lokale Hilfe, es gibt auch Fragen der Umverteilung vor Ort, dass dann Menschen untereinander sich helfen. Also insofern ist es nicht so, dass jede Katastrophe unbedingt, wie man vielleicht denken könnte, in dem Maß zur Ressourcenknappheit, Veränderung von Ressourcen führt, wie das häufig angenommen wird. Wichtiger ist die Frage, wie diese Ressourcen verteilt werden. Und da ist eben nicht zuletzt die Frage auch, ob diese Ressourcen dann dazu führen, dass es eine Veränderung gibt in der ethnischen Machtbalance. Ob es so ist, dass dann bestimmte ethnische Gruppen mehr an Ressourcen bekommen als andere, einige mehr betroffen sind von der Katastrophe als andere. Und das sozusagen dann zu einer größeren Bereitschaft führt, Gewalt auch auszuüben. Das verbunden mit dem zweiten Mechanismus, der mir wichtig scheint,
und der sich in vielen Studien dann immer wieder zeigt. Das eine ist sozusagen die objektive Ebene. Wie sieht es mit den Ressourcen tatsächlich aus? Wie werden sie tatsächlich verteilt? Mindestens genauso wichtig ist die Frage der Wahrnehmung durch relevante Gruppen, Individuen und relevante Gruppen. Was passiert denn in einer Katastrophe? Ist es so, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie schlechter behandelt werden als andere, dass die Regierung in der Tat sie nicht ausreichend unterstützt, dass es vor allen Dingen eben in Verbindung mit ethnischen Fragen dazu kommt, dass einige ausgeschlossen werden und andere nicht von der Hilfe? Oder kommt es so, dass es dann sozusagen die Gegenseite wiederum? Häufig eben in Katastrophen stellen wir fest, dass es Prozesse gibt, wo die Vertrauensbildung steigt, weil die eine Gruppe der anderen hilft. Es gibt einen ganzen Zweig in der internationalen Forschung, der sich Disaster Diplomacy nennt, wo es vor allen Dingen darum geht, zu untersuchen, inwieweit Katastrophen dazu führen, dass zwischen Staaten Kooperation stattfindet und damit dann auch Konflikte abgebaut werden. Und da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, wo das in der Tat der Fall gewesen ist, wo dann zwischen Staaten Konflikte an Bedeutung verloren haben. Ein Beispiel etwa in der Türkei, in Türkei und Griechenland in den 1980er Jahren, ein Erdbeben in der Türkei, wo dann auch Griechenland geholfen hat, was zum Abbau von Spannungen zwischen Griechenland und Türkei mit beigetragen hat. Das wäre der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist dann eben, was ich schon eben erwähnt habe, Veränderungen in den Möglichkeiten zur Gewaltausübung. Das ist etwas, was in der Forschung oft nicht so stark gesehen wird, aber in unserer Forschung wird doch als ein wichtiger Faktor herausgestellt hat, dass es eben so ist, dass Katastrophen sowohl möglicherweise die Regierung dazu oder auch die Mächtigen in einem Land verführen können, zu sagen, jetzt ist die Chance, Gewalt auszuüben, jetzt ist die Chance, gut, auch Konflikte zu intensivieren, um endgültige Entscheidungen herbeizuführen, aber eben auch von Rebellenseite. Es kann aber auch so führen, dazu führen, dass Katastrophen beide Seiten so schwächen, dass es nicht mehr von beiden Seiten als sinnvoll angesehen wird, Konflikte, bewaffnete Konflikte weiterzuführen und es dann zu einer Ermüdung sozusagen kommt. Ich will noch mal kurz diese beiden Möglichkeiten, die ich ja vorhin auch schon angedeutet hatte, abstrakt in dem Schaubild zwischen Kooperation und Konflikt noch mal an einem Beispiel illustrieren, das jetzt nicht ein Extremwetterereignis ist, sondern ein Ereignis, was zu tun hatte mit einem Tsunami. Den erinnern vielleicht viele von Ihnen noch, 2004, der große Tsunami im Indischen Ozean, der in zwei Regionen sehr unterschiedliche Auswirkungen hatte. Ich denke, das kann man auch auf Extremwetterereignisse übertragen, dass es eben unterschiedliche Auswirkungen haben kann, wenn eine Katastrophe solche enormen Ausmaße hat. In Aceh, das ist eine Insel, die zu Indonesien gehört, wo hier sieht man, wie viele Todesopfer es gegeben hat über einen längeren Zeitraum, sehen wir, dass in dem Moment, wo der Tsunami diese Region betroffen hat, das Kriegsgeschehen deutlich abgeflaut ist. Und es ist in der Tat so, dass man sagen kann, dass der Tsunami dazu geführt hat, dass der Krieg zwischen einer Rebellengruppe hier in Aceh und der Regierung in Indonesien beendet wurde. Beide Seiten waren auf internationale Hilfe angewiesen, sahen, dass es schwierig war, auch für internationale Akteure vor Ort aktiv zu werden, wurden auch geschwächt, vieles wurde zerstört und das hat Friedensverhandlungen befördert und hat sich tatsächlich dann zu einem Friedensabkommen geführt. In Sri Lanka hingegen, wo es vorher ein Abflauen der Kriegstätigkeit gab, dort gab es über viele Jahre einen sehr blutigen Bürgerkrieg, der dann Anfang der 2000er Jahre zu einem Waffenstillstand, durch einen Waffenstillstand erstmal befriedet wurde, sehen wir, dass genau zu dem Zeitpunkt nach dem Tsunami es wieder zu einem Wiederaufflammen der Kämpfe gekommen ist. Und das lag vor allen Dingen daran, dass die Regierungsseite die Schwächung der Tamil Tigers, der Rebellengruppe, die im Norden vor allen Dingen aktiv war, also Sri Lankas, genutzt hat, um dann statt eines Waffenstillstandes einen militärischen Sieg zu erzwingen. Das heißt, der Tsunami hat damals der Regierung in Sri Lanka die Möglichkeit gegeben, das zu tun und die Verteilung der internationalen Hilfe war auch sehr ungleich.
Es ist so, dass vor allen Dingen die Regierungsseite, die internationale Hilfe bekommen hat, während die Regierungsseite auch teilweise aktiv verhindert hat, dass im Norden internationale Hilfe angekommen ist. Also da hat die internationale Hilfe auch eher dazu geführt, dass es zu einer Intensivierung des Konflikts geführt hat, während man sagen kann, in Indonesien hat die internationale Hilfe, weil sie eben von beiden Seiten nur erwartet wurde, wenn die Kampfhandlungen abflauen würden oder sogar ganz beendet würden, eher dazu beigetragen hat, diesen Konflikt zu deeskalieren. Ich will zum Schluss kommen und das nochmal kurz sagen. Also es ist eben so, auch bei dem Zusammenhang zwischen Klimawandel und Konflikt, da gibt es keine Automatismen und es gibt viele Eingriffsmöglichkeiten, viele Möglichkeiten zu verhindern, dass es dazu kommt, dass Klimawandel zu mehr Konflikten führt und insbesondere auch im Bereich der Katastrophen, dass es Katastrophen als Zwischenglied diesen Auswirkungen haben. Und das sind jetzt wieder die Mechanismen, die ich vorhin hatte. Das ist jetzt hier auf Englisch, also Ressourcenknappheit und Wettbewerb. Das sind die Wahrnehmung von Ungleichheit und Vertrauensbildung, Veränderungen in der Balance der Kräfte. Ich habe Migration vorhin nicht erwähnt. Auch das spielt eine Rolle, wie Migration sich entwickelt, welche Art von Migration es gibt, will ich jetzt nicht darauf eingehen, kann ich in die Diskussion darauf eingehen. Und es gibt eben verschiedene Interventionsmöglichkeiten, verschiedene Konflikt, Entschuldigung, verschiedene Politikfelder, mit denen man auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene Einfluss nehmen kann und eben es beeinflussen kann, ob Ressourcenveränderungen eher zu Knappheit und Wettbewerb führen oder nicht, ob es Wahrnehmung von Ungleichheit und gibt oder eher Vertrauensbildung, ob es tatsächlich ein Change in the Balance of Forces in Richtung auf mehr Gewalt gibt oder nicht. Und da sehen wir hier, das sind die vier Politikfelder, die ich dann hier für wichtig halte. Das einerseits ist dieses Disaster Risk Reduction, wo es vor allen Dingen darum geht, was ich im ersten Teil angesprochen habe, die Schadensmöglichkeit und die Schadensausmaß zu begrenzen durch verschiedene Aktivitäten. Da gibt es eine eigene Politikfeld dazu, wie man Katastrophen, Risikomanagement, Risikoreduzierung betreibt. Dann dieser ganze Bereich der Konfliktprävention natürlich auch, und das ist natürlich ein Thema, was hier in dem Webinar wahrscheinlich eine große Rolle spielt, wie man eben dort, wo es objektiv und auch subjektiv Konflikte gibt, vermeiden kann und verhindern kann, dass sie offen ausbrechen und es zu Gewalt kommt. Migrationsmanagement spielt auch eine Rolle, wie man eben gerade die Frage der Migration so beeinflussen kann, dass sie nicht dazu beiträgt, dass es zu mehr Konflikten kommt. Und schließlich als sozusagen im Hintergrund und großer Politikbereich, der in vielen dieser anderen auch nicht zuletzt durch die Finanzierungsfragen beeinflusst, ist der ganze Bereich der Entwicklungs- und humanitären Unterstützung, wie viel Geld und wie viel auch an humanitärer Unterstützung denn zur Verfügung steht. Also insofern gibt es viele Möglichkeiten, die, glaube ich, jetzt auch schon angewandt werden, um eben das Ausmaß des Klimawandels auf Konflikte zu begrenzen, die aber natürlich intensiviert werden müssen, in dem Maße, wie der Klimawandel zunimmt. Das heißt, wir haben die Chance, über die Verhinderung, Vermeidung des Klimawandels hin selber hinaus auch die Folgen des Klimawandels durch ein ganzes Bündel an Maßnahmen zu beeinflussen, die allerdings eben nicht von alleine kommen, die eben auch auf nationaler, lokaler und internationaler Ebene viel an Einsatz brauchen, nicht zuletzt auch an finanziellem Einsatz. Und damit möchte ich dann auch schließen. Vielen Dank, Herr Proska, für den Input, für den Aufschlag, der ja wirklich sehr breit war. Und wir könnten jetzt die Runde aufmachen für Fragen. Und ich würde es einfach mit Fabian Knörzer anfangen. Der hatte eine Frage und jetzt hoffe ich, dass das funktioniert mit der Technik. Genau. Bin ich zu verstehen? Ja, ich kann Sie hören. Schönen guten Tag. Herr Knörzer, mein Name. Ich studiere oder bin noch im Master Internationale Sicherheitspolitik an der Uni Brüssel.
Und ich habe mich im Studium, zuletzt am Ende vom Studium, sehr viel mit dem Zusammenhang von Konflikt, also klassischer bewaffneter Konflikt und Klimawandel beschäftigt und gerade im Thema Sahel, also in der Sahelregion. Habe mich auch länger mit dem Thema Mali in ein paar Papers beschäftigt. Da wäre jetzt meine Frage an Sie, wie weit sehen Sie jetzt gerade in der Sahel, also Mali plus die G5-Nachbarstaaten, wie weit würden Sie sagen, ist da gerade der Klimawandel ein großer Konflikttreibefaktor? Ich hatte jetzt ein paar Ihren Studien gehört, dass es in erster Linie darum geht, dass die Landwirtschaft dort durch die Wüstifizierung, also die Zertifikation, immer mehr abgebaut wird und dass dadurch aber eine Einnahmequelle fehlt und ergo deswegen bewaffnete Gruppen immer mehr Zulauf kriegen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Hälfte des Kuchens. Was wissen Sie denn so zu dem Thema? Also in Ursachen in der Zahlregion. Soll ich da gleich beantworten? Hallo? Hallo? Weiß ich nicht, das muss der BSA entscheiden. Ja. Soll ich gleich darauf antworten? Hallo? Hallo? Gut, dann ich höre mich irgendwie doppelt im Moment. Also Nachhall. Entschuldigung, genau. Also ich hatte auch gerade technische Probleme. Bitte nach dem Stellen der Fragen, die das Mikrofon wieder stumm schalten. Und genau, wir können einfach direkt auf die Fragen antworten, wenn das okay ist. Okay, dann fange ich mal an. Also ich denke, das ist natürlich eine Region, wo diese Frage große Bedeutung hat. Insgesamt kann man sagen, dass in der Forschung vor allen Dingen eben der Konflikt zwischen Pastoralisten, also Hirten und Ackerbauern, immer wieder als ein klassischer Konflikt diskutiert wird, in dem Klimawandel eine große Rolle spielt. Und das ist sicherlich nicht falsch. Es ist sicherlich so, dass eben die insbesondere Sahelregion, aber auch in anderen trockenen Regionen, Knappheit von Wasser dort, wo es vor allen Dingen zunehmenden Landbau gibt, Hirten dazu Hirten die Möglichkeit, ihr Vieh weiden zu lassen und ausreichend Wasser zu versorgen, einschränkt und dass das ein Konfliktgegenstand. Wir sehen ja in der ganzen Sahelregion, nicht nur in der Sahel, sondern auch noch weiter östlich bis rüber nach Somalia, dass es eben relativ viel Auseinandersetzung gibt eben zwischen Hirten und Ackerbauern, wobei der Klimawandel ist da nur ein Faktor, ein anderer Faktor ist auch Bevölkerungswachstum und es ist auch ein wichtiger Faktor und das ist etwas, denke ich, was auch in Mali eine große Rolle spielt, die Frage der Konfliktlösungskapazität. Wie werden denn solche Konflikte bearbeitet und gelöst? Dort, wo es noch relativ gute traditionelle Konfliktlösungsmechanismen gibt, wo also zum Beispiel die Zuteilung von Wasser, auch wenn es knapper wird, noch nach vereinbarten Regeln läuft, dort kann man eher feststellen, dass das Ausmaß der Konflikte begrenzt bleibt. Dort, wo diese Institutionen nicht mehr funktionieren oder auch dann durch Gruppen, neu auftretende Gruppen in Frage gestellt wird, weil dann eben andere Ethnien zum Beispiel auch in die Regionen kommen, da funktioniert es dann relativ schlecht. In Mali, denke ich mal, hat es viel zu tun, der aktuelle Konflikt, damit, dass eben durchaus funktionierende Konfliktlösungen zwischen insbesondere Tuareg und der Zentralregierung, aber auch anderen Gruppen zusammengebrochen sind, nachdem in Libyen der Krieg begonnen hatte, 2011, und dann Gruppen von Tuareg, zum Teil dieselben ethnischen Gruppen, aber zum Teil auch andere, nach Mali zurückgekommen sind, weil eben in Libyen vorher waren sie meistens dann auch entweder Soldaten oder in anderer Weise im Staatssektor beschäftigt. Als das alles zusammengebrochen ist, sind sie wieder nach Mali gekommen und dort dann eben diese traditionellen Strukturen nicht mehr funktioniert haben. Das heißt, die Ältestenräte, was es da alles gab, dann nicht mehr wirklich zwischen diesen jungen, neu zu hinzukommenden Gruppen und den vorhandenen verschiedenen Gruppen, also Tuaregs, die schon länger dort gelebt haben und Zentralregierung und so weiter, das nicht mehr funktioniert hat. Der Klimawandel hat da sicherlich auch einen Effekt da auf anderer Seite noch gehabt, nämlich in der Schwächung auch der staatlichen Möglichkeiten, zum Beispiel einfach, dass man öffentliche Güter zur Verfügung stellt, dass man ein Gesundheitswesen aufbaut und so weiter.
die Leute, die eben dann neu dazukamen, mit einzufangen und einzubinden. Das ist etwas, was eben, ich vorhin auch ansprach, mit diesem Balance of Forces-Argument, dass es eben so ist, dass der Klimawandel nicht nur direkt jetzt Menschen betrifft, sondern auch indirekt häufig Institutionen, staatliche Institutionen und so weiter betrifft, weil es weniger Steuereinnahmen gibt, weil es auch weniger an Möglichkeiten gibt für staatliche Institutionen oder die Anforderungen an staatliche Institutionen wachsen. Und insofern, dass dann auch in der Bevölkerung dann so wahrgenommen wird, dass man nicht mehr seine Loyalität gegenüber dem Staat in dieser Art und Weise ausüben kann und sollte wie vorher. Also insofern sehe ich das bei Mali schon. In der Region insgesamt, denke ich mal, ist der größte Problemfall allerdings dann eher weiter unten im Süden, also nicht im Norden Mali, sondern im Süden. Das ist dann vor allen Dingen in der Tschad-Region. Das wird im Moment ja vor allen Dingen als klassisches Beispiel für Klimawandel und Konflikt angesehen. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge auch an Plausibilität, zu sagen, dass die Veränderung, die Variabilität des Lake Tschad, der ja also früher sehr viel größer war, dann war mal sehr klein geworden, jetzt ist wieder ein bisschen größer geworden, aber jedenfalls schwankt das sehr stark, wie groß der See ist, dazu geführt hat, dass dort die Lebensbedingungen für viele Menschen sich verschlechtert haben und damit auch die Rekrutierungsmöglichkeiten für Boko Haram vor allen Dingen sich deutlich verbessert haben, weil eben viele Menschen, vor allem junge Männer, das ist ja auch immer einen großen Gender-Aspekt, diese Frage bewaffneter Konflikt, dass die dann eben ihr Heil gesehen haben, eher darin in Rebellenbewegung, der Rebellenbewegung beizutreten, als jetzt zu versuchen, ihren Lebensunterhalt durch eben immer wieder durch die Veränderung des Tschadsees gefährdete Landwirtschaft oder Fischerei oder was auch immer sie betreiben, zu suchen. Also insofern, Lake Tschad würde ich sagen, ja, weiter im Norden auch, aber es ist eben nicht der einzige Faktor. Es hatte eben auch viel zu tun mit eben der Veränderung der Gruppen, also wer da welche Rolle spielt, also wer da zugewandert ist. Kann auch noch reinbringen die Frage Algerien und was in Algerien passiert ist vor dem Bürgerkrieg. Also es waren viele Faktoren, die zu der aktuellen Situation in Mali beigetragen haben und der Klimawandel ist da einer. Aber vielleicht nicht der wichtigste aus meiner Sicht, während das eben in anderen Regionen, beispielsweise die Tschad-Region, vielleicht ein bisschen anders ist. So viel. Dankeschön für die Antwort. Genau, als nächsten habe ich Jan Klenke auf der Rednerinnenliste. Sie können jetzt Ihr Mikrofon freischalten. Wunderbar. Ja, danke nochmal für Ihren Vortrag. Ich habe zwei Fragen, also vielleicht erst ganz kurz, damit Sie wissen, wer hier fragt. Jan Klenke, mein Name. Ich bin Doktorand am GIGA in Hamburg, promoviere auch zu Klimafragen und internationalen Klimaverhandlungen. Und ich habe zwei Fragen. Zum einen haben Sie sich in Ihrer Forschung auch genauer angeschaut, wie sich diese verschiedenen Regionen, die Sie skizziert haben, am Anfang auf der Karte, also Flussdeltas, inländische Trockenzonen und so weiter, ob es da unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten dafür gibt, dass dort Konflikte ausbrechen? Und zum Zweiten wäre es nochmal interessant zu wissen, wie sehen Sie denn zum Beispiel die Problematik Wasser, das über Grenzen fließt? Also ich denke jetzt speziell an China und dass viele Flüsse, die durch Süd- oder Südostasien fließen, in China zum Beispiel entspringen und China deshalb ja eine gewisse Kontrolle auch über Wasser hat. Also wie sehen Sie diese Wasserproblematik in solchen Fällen im Spezifischen? Dankeschön. Ja, zur ersten Frage. Also in der Forschung sind vor allen Dingen Dürren in mehr Studien als andere Extremereignisse mit Konflikt in Verbindung gebracht worden, mit bewaffneten Konflikten. Also es gibt von der Nina von Exkühl und Halbert Bullhaug so zwei oder drei größere Studien und die haben das auch nach verschiedenen Arten von Auswirkungen des Klimawandels, die haben nicht nur Extremereignisse, sondern auch zum Beispiel Temperaturerhöhungen mit untersucht. Aber da sind Dürren die Art von Auswirkungen des Klimawandels, die am häufigsten mit
dem Ausbruch von bewaffneten Konflikten in Verbindung gebracht wird. Es gibt aber auch Kritik daran. Also Benjaminson, ein norwegischer Kollege, der das wiederum in Zweifel gezogen hat. Aber ich denke mal schon, man kann sagen, die überwiegende Zahl der Studien, die das jetzt mit statistischen oder wie wir auch mit eben qualitativen Vergleichen gemacht haben, würde sagen Dürren. Wobei wir allerdings in dieser letzten Studie, die ich vorhin etwas ausführlicher besprochen habe, das Problem hatten, dass wir bei der Event-Koinzidenz-Analyse mit der Datierung von Dürren ein Problem haben. Wann beginnt eine Dürre? Also wenn man jetzt sagt, ich untersuche, wie häufig innerhalb von 30 Tagen nach dem Beginn eines Extremereignisses ein bewaffneter Konflikt ausgebrochen ist, dann muss man ja datieren können. Und das kann man bei Dürren sehr schlecht, jetzt zu sagen, also einen bestimmten Tag oder so festzulegen, wann die Dürre begonnen hat, ist sehr willkürlich, während das bei etwas Überschwemmungen oder Stürmen eben sehr viel leichter ist. Deswegen haben wir da, also wir haben das auch versucht, aber wir haben das bei Dürren jetzt nicht feststellen können, sind aber nicht sicher, ob das nicht an unseren methodischen Problemen liegt. Bei uns in unserer Studie waren vor allem die Überschwemmungen. Also die meisten Fälle, die wir festgestellt haben, wo es einen plausiblen Zusammenhang gab zwischen Katastrophen und bewaffneten Konflikten, waren Überschwemmungen dabei. Das war also die häufigste Sache. Also es gibt dazu, glaube ich, noch nicht wirklich abschließende Urteile. Es ist ja auch nicht sehr plausibel, warum das so unterschiedlich sein soll, außer man würde eben sagen, es ist so, dass die anderen Faktoren, die mit Sicherheit eine Rolle spielen, wie Entwicklungsniveau, ethnische Konflikte, Bevölkerungsdichte und noch ein paar andere, die möglicherweise eine Rolle spielen, die wir jetzt nicht so untersucht haben, dass die korrelieren in statistisch relevantem Maße mit eben bestimmten Arten von Katastrophen. Und das kann man zum Beispiel bei Überschwemmungen, bei Überflutungen durchaus vermuten, weil es eben häufig so ist, dass gerade ärmere Bevölkerungsteile in Regionen oder in Gebieten siedeln, vor allen Dingen in Städten, aber auch auf dem Lande, die überschwemmungsgefährdet sind. Also insofern würde das plausibel machen, warum wir das für insbesondere Überflutungen gefunden haben, dass es einen Zusammenhang gibt. Andererseits kann man sagen, dass natürlich gerade auch Wüsten häufig oder wüstennahe Gebiete marginale Bevölkerung haben. Also viele Hirten sind halt, was die Lebensbedingungen angeht, eher unter marginalen Umständen und deswegen da auch eine Konflikthäufigkeit plausibel ist. Also insofern, das denke ich mal, ist dann wiederum pauschal nicht so klar zu beantworten, aber wird dann möglicherweise, wenn man sich einzelne Regionen anguckt, eben dann weniger eine Frage sein der Art der Katastrophe oder der Auslöser, des Auslösers der Katastrophe, als eben der anderen Faktoren, die eben die Häufigkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass Katastrophen mit Konflikten in Verbindung zu bringen sind, beeinflussen. Zur zweiten Frage. Und da habe ich jetzt selber, muss ich sagen, keine Forschung zu gemacht. Mein Forschungsstand dazu, meine Kenntnisse dazu sind vor allen Dingen, was ich lese, was Aaron Wolf aus Portland schreibt oder auch der Kollege Thomas Bernauer in der Schweiz. Und die sind ja eher der Meinung, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass grenzüberschreitende Wasserressourcen zu Konflikten führen, jedenfalls zu offenen, bewaffneten Konflikten führen, während eher so kleine, lokale Konflikte über Wasser, wie etwa zwischen Hirten und Ackerbauern, eher zugenommen haben aufgrund von Klimawandel. Aber das ist, wie gesagt, etwas, was ich mehr aus der Literatur weiß und oder beziehungsweise da gelesen habe, als durch eigene Forschung bestätigen kann. Was natürlich immer wieder auffällig ist, ist eben, dass trotz aller Prognosen, die man immer wieder auch in populären Medien lesen kann, über Wasser als das Öl der Zukunft, wenn es um Konflikte geht, bisher die Zahl der tatsächlich über Wasser und um Wasser geführten Konflikte eher gering ist. Ich war vor einigen Jahren mal länger in Israel und habe da Forschung gemacht, auch eher zu Katastrophen als zu Wasser und so, aber natürlich auch ein bisschen gesprochen mit Kolleginnen und Kollegen über die Wasserfrage. Und da stellt man fest, Palästina, Israel ist immer klassisch so als der Konflikt genannt worden, wo
Wasser eine große Rolle spielt. Tut es immer noch, aber nicht mehr in dem Maße wie in der Vergangenheit, was daran liegt, dass vor allen Dingen Israel Großteil seiner Frischwasserversorgung inzwischen über Meerwasserentsalzungsanlagen macht und dass auch beide Seiten eigentlich immer Interesse hatten, diese Wasserfrage zwar nicht jetzt wirklich israelische Seite vor allen Dingen so zu lösen, dass es gar nicht mehr zum Konflikt ist, aber auch nicht zu einem offenen Konflikt kommen zu lassen. Inwieweit das jetzt auch in Ostasien oder in Grenzregionen von China der Fall ist, da kann ich leider nicht konkret was zu sagen. Das war's. Danke für die Antworten. Dann war noch eine Frage von Stene Johann Ossenprügel auf dem Chat. Ich würde ihn einfach zitieren. Gibt es Studien zur Effizienz von sogenannten Nexus Approaches, also zum Beispiel komprimierte Disaster Risk Reduction mit Conflict Prevention? Worin könnte man das Zusammenwirken dieser Ansätze verbessern? Ja, das ist momentan eine sehr wichtige Forschung und natürlich auch eine Praxis, die sich da jetzt massiv entwickelt. Es hat lange große Widerstände gegeben der verschiedenen Politikfelder über verbale Äußerungen, dass man doch zusammenarbeiten sollte, tatsächlich zusammenzuarbeiten. Hat natürlich viel zu tun mit institutionellen Interessen, die man in allen diesen Politikfeldern immer wieder feststellen kann. Aber es gibt doch zunehmend auch die Versuche, das tatsächlich umzusetzen. Und zum Beispiel bei Konfliktprävention auch die Frage, wie kann man denn Resilienz gegenüber zum Beispiel Katastrophen oder auch dem schleichenden Klimawandel verbessern, mit einzubauen, das mitzubedenken. Das macht nicht immer Sinn. Es macht manchmal Sinn, auch zu sagen, nein, ich fokussiere jetzt, weil wenn ich jetzt zu viel meine Maßnahmen mit zu vielen Zielen belaste, dann führt das möglicherweise dazu, dass dann die Akteure vor Ort auch gar nicht mehr wissen, was eigentlich jetzt Sache ist. Und es gibt also in der Literatur auch viele schlechte Beispiele, wo man jetzt im Bereich etwa des Environmental Peacebuilding, das ist jetzt eher die Frage, wo man versucht, durch ökologische Maßnahmen macht, und das zu verbinden mit Friedensförderung, was man da alles falsch gemacht hat und falsch machen kann. Das muss, glaube ich, weiter noch herausgearbeitet werden. Bin ja jetzt auch nicht der Spezialist dafür, aber es gibt eine große Diskussion. Es gibt sogar eine Vereinigung inzwischen von Kolleginnen und Kollegen zu Environmental Peacebuilding, also die vor allen Dingen eben von der Umweltfrage herkommen und jetzt das mit Peacebuilding verbinden. Tobias Ide, mit dem ich einiges zusammen gemacht habe, hat dazu sehr viel veröffentlicht und ist, denke ich mal, als Autor, um da jetzt einen Einstieg zu machen, ganz hilfreich, weil der sowohl die Möglichkeiten beleuchtet hat, als auch die Schwierigkeiten. Ein anderer Autor, den ich sehr empfehle, ist Ilan Kellmann, der in London University College London sitzt und etwas ältere oder schon länger dabei sind zwei amerikanische Kollegen, der Ken Concha und der Geoff Dabelko, die das schon seit Jahren auch betreiben, allerdings eben sehr stark auch von der ökologischen Seite her. Aber ich denke mal, dass das auch eben jetzt für Peacebuilding Ansätze immer stärker eine Rolle spielt und man wirklich versucht, das zu verbinden. Wenn das aktuell interessiert und wer gut Englisch kann, dem kann ich empfehlen, dass gerade momentan im Web läuft das Stockholm Forum on Peace and Development. Das ist was die Kollegen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI jedes Jahr als Tagung machen, dies Jahr als Online-Tagung, wo über 14 Tage hinweg versucht wird, genau diese Communities zusammenzubringen, also die Friedensbildungsleute und auch die Entwicklungsleute und die Klimaaktivisten, um zu sehen, wo denn Synergien sind, wo Überlappungen sind. Und da kommen sehr viele auch Aktive, die vor Ort an diesen Projekten arbeiten, zu Wort. Und ich habe mir jetzt zwei von diesen Sessions, die immer einmal pro Tag 1,5 Stunden laufen, angehört, das ist schon sehr interessant. Also ja, man muss Englisch können, weil das Ganze auf Englisch läuft.
Aber da kriegt man, glaube ich, eine ganze Menge auch mit, was aktuell jetzt vor allen Dingen in der Szene derjenigen, die tatsächlich Projekte machen und die tatsächlich Politik in dem Bereich machen, so läuft. Das war's. Vielen Dank für die Antwort. Ute Fink-Krämer hat noch eine Frage. Das Mikrofon ist freigeschalten und sie müsste jetzt gleich zu hören sein. Da gibt es anscheinend noch technische Probleme. Unterschreiben gerade mehrere Menschen Fragen. Ich glaube, wir müssen kurz einfach warten, bis die Fragen gestellt sind. Oder sonst würde ich auch noch mal einfach eine Frage zwischenstellen. Die anderen nehmen wir danach auf. Mich hätte noch interessiert, Sie hatten vorher am Ende Ihres Vortrags eine Übersicht gezeigt mit verschiedenen Möglichkeiten der Prävention auch vor allem. Genau. Und mich würde interessieren, was es auch so in Richtung von diesem Environmental Peace Building ging, was es da auch schon an Best Practice Beispielen gibt, also ob es da konkrete Beispiele gibt, die sich auch gut vermitteln lassen, wenn ich jetzt in Richtung Friedensbildungsarbeit schaue. Also es gibt einige gute Beispiele. Jetzt muss ich leider gestehen, mir fällt im Moment kein aktuelles ein, aber wie gesagt, Tobias Ide hat vor einiger Zeit so eine Zusammenstellung auch mal gemacht von einer Reihe von Beispielen, wo das versucht worden ist. Ich erinnere jetzt dunkel, dass es in der Region um den, na, wie heißt der, großen See in Zentralasien, Aralsee, Projekte gibt, wo man versucht hat, relativ erfolgreich zwischen verschiedenen Gruppen sowohl zu vermitteln als auch gemeinsam die Lebensgrundlagen zu verbessern, indem man eben ökologische Projekte gemacht hat. Das ist ja eine Region, wo durch ökologische Schäden viel auch kaputt gegangen ist, nicht zuletzt auch der See immer kleiner geworden ist. Also da erinnere ich Vorhaben, also kleine Vorhaben, kleinräumige Vorhaben, die relativ gut gelaufen sind. Es gibt immer wieder diese Beispiele, die Israel-Palästina betreffen, wo es eher darum geht, über ökologische Projekte Palästinenser und Israelis zusammenzubringen. Auch dazu gibt es Veröffentlichungen. Einige Projekte sind ganz gut gelaufen, andere nicht. Es ist auch immer so die Frage, wie weit das dann sagen nur als Alibi angesehen wird, dass man sich über ökologische Projekte versucht zu verbinden, aber nicht tatsächlich Konfliktbearbeitung betreibt. Also jetzt in den israelisch-palästinensischen Vorhaben, da gibt es von sowohl Kollegen aus der Region als auch von anderen eine ganze Reihe von Untersuchungen über die Verbindung von ökologischen Projekten und Friedensbildungsprojekten in der Region. Aber es sind eben eher lokale und von NGOs getragene als jetzt große oder von irgendwelchen internationalen Organisationen angestoßen. Also ich glaube auch, wenn ich es richtig erinnere, was Tobias Ide am Ende seiner Zusammenstellung geschrieben hat, ist eben, dass wenn es tatsächlich lokale Projekte sind, wo tatsächlich lokale Interessen dann auch gebündelt werden können, sowohl jetzt an zum Beispiel Disaster Risk Management als auch Konfliktabbau, da funktioniert es ganz gut, während das, was bisher versucht worden ist, von oben durch große internationale Organisationen zu machen, häufig eher dann problematisch war. Das ist aber eine Erkenntnis, die wir allgemein haben, was sowohl Friedensbildung als auch Entwicklungszusammenarbeit angeht, dass eben
es häufig sehr viel besser ist und erfolgsversprechender ist, wenn lokale Interessen tatsächlich zusammenkommen und lokale Gruppen also Dinge organisieren, als wenn das jetzt von oben verordnet wird. Aber wie gesagt, mir fällt jetzt leider Gottes nicht viel an guten, konkreten Beispielen ein, aber es gibt sie in der Literatur. Vielen Dank, dann würde ich auf jeden Fall nochmal bei dem Kollegen Tobias E. nachlesen. Jetzt ist die Frage von Frau von Ute Fink eingegangen. Sind Wasserkonflikte vielleicht ein Beispiel für gelungene Prävention? In den 90er Jahren waren zum Beispiel internationale Vermittler, auch aus Deutschland, in Zentralasien, ehemalige Sowjetrepubliken, als Vermittler in Wasserkonflikten unterwegs. Ja, hallo Ute. In der Tat, da gibt es eine Reihe von Beispielen. Ich hatte es vorhin genannt, dieses Themenfeld Disaster Diplomacy. Du sprichst, glaube ich, an dieses GLOVA-Projekt, was nicht nur jetzt diesen Aspekt hatte der Konfliktbearbeitung, sondern allgemeiner war, aber wo auch so eine Konfliktkomponente drin war. Und ich erinnere das auch, wie gesagt, ich erinnere die Details nicht mehr. Es gibt allerdings, und das ist etwas, was zum Beispiel der Thomas Bernauer in Zürich erforscht hat, eben erstaunlich viele Kooperationen über gemeinsame Wassernutzung. Also gerade, was vorhin der Klette angesprochen hat, die Frage der transnationalen Wasserressourcen, da gibt es sehr viel Verregeltes, also sehr viele Flussgebietskommissionen, andere Formen der Zusammenarbeit, nicht bei allen Flüssen, aber auch bei vielen Flüssen, die potenziell oder nicht nur Flüssen, auch andere Arten von grenzüberschreitenden Wassernutzung, die potenziell konfliktfördernd sein könnten, etwa im Mekong-Delta oder im südlichen Afrika. Da ist offensichtlich so, dass Wasser, und das würde ich sagen, eben für jedenfalls diese zwischenstaatliche Dimension, Wasserkooperation eher fördert als Konflikt, was möglicherweise daran liegt, und das kann man dann verbinden mit Erkenntnissen allgemein über wie Ressourcen und Konflikte zusammenhängen, dass Wasser kein, jedenfalls in großem Maßstab, international vermarktbarer Rohstoff ist. Das heißt, wenn man Wasser hat, dann kann man nicht den auf den Weltmarkt verkaufen und damit reich werden, anders als mit anderen, vor allem mineralischen Rohstoffen, die häufig eben ein Konfliktgegenstand sind. Das ist ein bisschen anders eben bei lokalem Wasser, wo Wasser knapp ist. Da ist Wasser möglicherweise dann auch ein Rohstoff, um den Krieg geführt wird. Aber diese Art von Vermarktung und sich aneignen, um damit auch international dann sich selber auch Ressourcen bis hin zu Waffen zu beschaffen, das spielt bei Wasser im Prinzip keine Rolle, bei transnationalen Wasserressourcen. Und insofern, glaube ich, kann man schon das begründen, auch warum es eben bisher trotz aller Unkenrufe so wenig Konflikte gegeben hat. Nun gibt es noch diesen Sonderfall der Staudämme. Und aktuell wird ja stark diskutiert, inwieweit die Staudämme, die in Äthiopien gebaut werden, möglicherweise die Konflikte mit Ägypten verschärfen, weil dann Gefahr besteht möglicherweise, dass nicht mehr so viel Nilwasser oder nicht mehr zu den Zeiten, wo es kommen sollte, dann nach Ägypten kommt. Aber auch da sehe ich bisher, dass die immer wieder beschworenen Konflikte doch einigermaßen gut geregelt sind. Da ist es im Moment nicht so, dass es tatsächlich von allen akzeptierte Regeln gibt, aber es wird verhandelt über Regeln. Also insofern, auch das ist nicht bisher wirklich zu einem offenen Konflikt gekommen. Ähnliches kann man sagen zwischen Tadschikistan und Usbekistan, wo auch auf tadschikischer Seite ein Staudamm gebaut worden ist und auch Usbekistan zwischendurch immer mal wieder protestiert hat. Oder auch zwischen Irak und Syrien. Also es gibt diese Problematik der Staudämme, aber auch das kann man eben offensichtlich zumindest eingedämmt halten. Vielleicht dann nicht ein Beispiel, wie Ute Fink-Krimmer gefragt hat, der Kooperation, da würde ich eher sagen, das sind diese gemeinsamen, insbesondere Flüsse, wo es dann Flussgebietskommissionen gibt, aber immerhin auch dort, wo es eben dann tatsächlich durch Staudämme dazu kommt, dass eine Seite die andere Seite möglicherweise benachteiligen kann. Bisher würde ich eher sagen, ein eher geringer als jedenfalls befürchtetes Konfliktniveau. Vielen
Vielen Dank. Wir haben jetzt im Moment noch zwei Fragen oder Kommentare auf der Liste. Ich glaube, wir haben noch Zeit für einen oder zwei mehr. Genau, die nächste Frage kommt von einer Person, die sich Frangis nennt. Zwischen Afghanistan, Iran und Pakistan ruft die Wasserknappheit enorme Grenzkonflikte hervor. Es gibt in dieser Region, die von postkolonialen Grenzziehungen geprägt ist, auch internationale Wasserverträge, die nicht eingehalten werden. Mhm. Können Sie aus Ihren Studien aus anderen Regionen eine Konfliktmanagementstrategie vorschlagen? Also was ich nicht erwähnt habe bisher und was, glaube ich, in der Region, ich kenne mich da nicht aus, aber mir von großer Bedeutung zu sein scheint und was natürlich auch in anderen Regionen eine Rolle spielt, ist, dass Konfliktlösungsinstitutionen, die schon mal etabliert waren, dann zerbrechen und nicht mehr funktionieren, weil es möglicherweise Konfliktintensitäten sich steigern oder andere Konflikte überlagern, was zum Beispiel an Kooperation im Wasserbereich schon erreicht worden ist. Und das ist jetzt mal ein bisschen allgemeiner gesprochen, natürlich immer wieder das Problem, dass alle auch lokal gut funktionierenden Ansätze zu Friedensbildung mit ökologischer Komponente dann überlagert werden. Um mal auf Israel und Palästina zurückzukommen, wie gesagt, es gibt viele Beispiele, viele Ideen, viele auch Nichtregierungsorganisationen in der Region, die sich immer wieder bemüht haben, auch gerade auch mit Wasser, auch ökologische und Friedensbildungsaspekte zusammenzubringen. Denn natürlich ist es so, dass gerade auch in Palästina ökologische Aspekte eine Riesenrolle spielen, Wasserknappheit ein Riesenthema ist, auch in Israel, wohl weniger heutzutage als früher noch, aber vor allen Dingen in Palästina. Auch insgesamt die Frage der Landnutzung natürlich in Palästina ein großes Problem ist, mangelnde Landflächen und auch Intensität der agrarischen Nutzung. Also insofern die Verbindung Sinn macht, aber das wird immer wieder überlagert, dadurch, dass es eben dann große Konflikte gibt, dass dann eben die Israelis dann wieder die Grenzen dicht machen, Mauer bauen und solche Geschichten machen und damit, dass dann auch was an lokalen Vertrauensbildung und lokaler Friedensbildung geschaffen worden ist, wieder kaputt geht. Dasselbe kann man auch feststellen einigen afrikanischen Ländern, auch in der Sahelzone, wo eben dann was an Friedensbildung und ökologischen Projekten vor Ort funktioniert hat, dann überlagert wird, zum Beispiel jetzt in der Region Mali und Umgebung durch die Aktivitäten, sowohl jetzt der Gruppen, die man da als terroristisch bezeichnen kann, AKIM und solche, als auch der internationalen Militärverbände, die dann eben das Ganze überlagern, dass also der Konflikt über eben diese Gruppen und die Auseinandersetzung mit diesen Gruppen, das, was an lokalen Aktivitäten geschaffen worden ist, kaputt macht. Also ich erinnere zum Beispiel, es gab auch ein von der zum Beispiel EEZ massiv gefördertes Projekt im Norden Malis, wo man Tuareg versucht hat anzusiedeln und ihnen eine bessere Lebensgrundlage zu schaffen und da viel Geld investiert worden ist und das alles wieder kaputt gegangen ist, dadurch, dass der Krieg dann sich intensiviert hat. Also insofern, das ist leider Gottes etwas, was man immer wieder dann feststellen muss, dass dann Konflikte, die möglicherweise auf anderer Ebene liegen, solche Ansätze zerstören. Was jetzt Wasser angeht, fällt mir jetzt im Moment kein Beispiel ein, wo das auch so ist, dass bestehende Verträge nicht mehr beachtet werden. Aber ich bin sicher, dass man, wenn man da ein bisschen sucht in der Literatur, da auch fündig werden würde. Das ist ja nur ein Beispiel eben von anderen Situationen, wo eben durchaus sinnvolle Ansätze, ich habe es ja auch vorhin schon erwähnt, bei den hirten Ackerbauern, Konflikten, traditionelle Konfliktlösungsmechanismen, die dann nicht mehr funktionieren, weil eben neue Konflikte reingetragen werden durch Gruppen, die dann zuwandern oder auch, weil eben diese nicht mehr akzeptiert werden, diese traditionellen Konfliktlösungsmechanismen und dann offene Konflikte auftreten, die vorher durch bestehende traditionelle Institutionen gelöst werden konnten. Frangis bedankt sich für die Antwort. Jetzt haben wir eine
Frage von Mechthild Becker. Ich sehe gerade keine Anzeichen, dass Sie irgendwie... Doch. Hören Sie mich? Ja. Prima. Mechthild Becker, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Vielen Dank. Ich habe eigentlich nur eine kurze Frage. Da war gerade so viel Lob im Chat über Ihren Vortrag und dem wollte ich mich einfach anschließen, dass Sie sozusagen so gut aufgezeigt haben, die Komplexität des Themas. Und mich würde interessieren, ob das Schaubild, das Sie zur Komplexität der Folgen des Klimawandels gezeigt haben, ob das eine eigene Zusammenstellung ist. Und falls ja, wenn Sie diese, ob Sie diese auch schon einmal veröffentlicht und erläutert haben, weil das fand ich einfach sehr spannend, aber da steckte so viel drin, dass ich mir da gerne nochmal Zeit nehmen würde. Dieses, meinen Sie, können Sie das sehen? Genau, ja. Ja, das ist, die Quelle habe ich jetzt interessanterweise nicht dahin geschrieben. Interessant, ne? Das ist aus einem Artikel, der veröffentlicht ist in der Zeitschrift Science. Schon vor ein paar Jahren. Okay, gut. Wenn Sie gucken, der Hauptautor war Jürgen Schäffran. Okay, ja. Und das haben wir vor ein paar Jahren mal gemacht. Und dieses Schaubild ist eigentlich bei uns in Hamburg bei der, wir haben ja eine Gruppe, können Sie auch im Internet gucken, CLISAC heißt die, Climate Change and Security. Seit vielen Jahren sozusagen der Rahmen, in dem wir unsere Forschung machen. Sodass also zum Beispiel Jürgen Schäffran benutzt diese Grafik sehr häufig. Ich habe sie auch schon ein paar Mal benutzt. Also Sie werden sie, wenn Sie im Internet gucken, auch sehr häufig finden. Genau, sie kam mir auch nicht unbekannt vor, aber ich wollte nochmal nachfragen. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Jetzt haben wir tatsächlich noch zwei Fragen auf der Liste und ich glaube, dann müssen wir die Rednerliste auch schließen. Frau Rita Muckenhirn fragt, ich sehe nicht, dass Sie Ihr Mikrofon freischalten. Dann würde ich Sie einfach zitieren. Sie fragt, inwiefern wird das schleichende Displacement trocken in Richtung Feuchtzone bzw. Land-Stadt überhaupt registriert oder werden nur große, in Anführungszeichen, Displacements registriert? Ja, das ist eine Frage, die wirklich auf einen Desideratum unserer bisherigen Forschung zielt. Zu Recht ist es so, dass Sie anmerken, dass die Informationen über Displacement nach Katastrophen deutlich besser sind, als was wir über Bevölkerungsbewegungen im Allgemeinen wissen. Es gibt jetzt im Moment einen Versuch verschiedener Organisationen, diese Datenlage zu verbessern und insgesamt das Mobilitätsgeschehen besser zu erfassen. Dadurch ist eben in der Vergangenheit häufig auch viel an Fehlinterpretationen gemacht worden. Also etwa über die Frage, wie viel an Migration stattfindet, ist in der Vergangenheit, glaube ich, häufig unterschätzt worden, wie viel an Mobilität, insbesondere innerhalb von Staaten, wo die Datenlage besonders schlecht ist, sowieso und immerzu passiert. Und insofern dann häufig, wenn man gesagt hat, okay, jetzt gucken wir mal, was der Klimawandel an Veränderungen bringt, die Effekte des Klimawandels überschätzt worden sind, weil man dann nur gemessen hat, wirklich was mit Klimawandel möglicherweise zu tun hat. Aber die allgemeine Mobilität, die sowieso und immer schon und länger schon stattgefunden hat, nicht wirklich erfasst hatte und deswegen das überschätzt hat. Also das ist in der Tat ein Problem. Die verschiedenen Formen von Mobilität, saisonal, regional, auch nach Geschlechtern unterschieden und so weiter. Aber ich hoffe doch, dass wir jetzt dann, wenn die Datenlage besser wird, dann auch da mehr allgemein wissen. Wir wissen natürlich viel über einzelne Fallstudien, gerade Westafrika, was vorhin mehrfach auch besprochen worden ist, Sahelzone, gerade was auch die Bevölkerungsbewegung von Hirten angeht, die ja in der Region immer noch eine große Rolle spielen, ist doch in den letzten Jahren sehr viel mehr Informationen zusammengekommen. Aber gerade da, Sie haben noch angesprochen, Stadt-Land, Land-Stadt-Migration, wo eben es jetzt nicht Gruppen gibt, die sozusagen klassisch mit Mobilitäts
wo man klassisch von Mobilität ausgeht, sondern wo das eher sozusagen bisher unter dem Radar der sozialwissenschaftlichen Forschung auch gewesen ist, was da an Mobilität stattfindet. Da haben wir auch immer noch, glaube ich, große Lücken. Also das ist ein Forschungsfeld, wo noch viel erforscht werden kann. Was natürlich sehr wichtig ist, weil es gibt ja, also ich bin jetzt eingegangen, nicht auf Migration eingegangen, weil das auch ein Riesenthema ist natürlich, aber es gibt genau wie es eben zu Klimawandel und Konflikt ja also sehr apokalyptische Veröffentlichungen gibt, gibt es selber ja natürlich auch zu Migration. Und das ist genauso problematisch und noch problematischer, als was wir zu Klimawandel und Konflikt lesen können. Und da mehr zu wissen und da mehr an wirklich belastbare Evidenz zu haben, ist sehr wichtig, um auch eben Ängste bearbeiten zu können und nicht Politik zu befördern, die eben vor allen Dingen darauf zielt, Bevölkerungsbewegungen abzuschotten und zu verhindern, denn das führt natürlich dann auch wieder zu neuen Konflikten. Also insofern, umso mehr wir wissen, glaube ich, über Mobilität, Klimawandel, Mobilität, aber auch Mobilität im Allgemeinen, insbesondere innerhalb von Staaten, umso besser, glaube ich, können wir auch dann sehen, dass das kein Riesenproblem ist, sondern dass es etwas ist, womit wir natürlich umgehen müssen, was natürlich für Menschen, die davon betroffen sind, eine Rolle spielt, aber die jetzt nicht das dem entspricht, was an apokalyptischen Bildern häufig gemalt wird. Vielen Dank für die klaren Worte. Ich möchte gerade noch ergänzen, dass wir am 10. Juni noch ein Webinar eben zu Klimawandel und Migration mit Frau Mechtelt-Becker haben, die auch heute dabei ist, wenn Sie daran Interesse haben. Dann haben wir noch die letzte Mordmeldung von einer Doris Smith und dann würden wir auch schließen für heute Abend. Hallo. Ja, meine Frage zielt auch in die Richtung Migration, führt wahrscheinlich in den paar Minuten, die wir jetzt nur noch haben, viel zu weit. Aber es heißt ja bei uns in der allgemeinen Mainstream-Politik immer, man muss die Migrationsursachen an der Basis bekämpfen, indem man dort die Lebensbedingungen verbessert und so weiter. Wenn aber der Klimawandel in manchen Gegenden der Welt fast schon unumkehrbar geworden ist, wie ist das dann überhaupt noch möglich, wenn man dann überhaupt meint, das müsste das Ziel der Politik sein, dass die Leute nicht herkommen? Aber welche Strategien wären dann sinnvoll, die aber wohlbemerkt nicht etwa nur dazu dienen, dass wir uns abschotten können, sondern die den Leuten vor Ort helfen? Ja, das ist, also ich hoffe ja, dass Frau Becker da bessere Antworten geben kann im 10. Juni als ich. Es ist auch eine für mich irgendwie nicht jetzt leicht zu beantwortende Frage oder wo ich jetzt sagen kann, ich wüsste, was man da genau machen kann. Ich kann nur feststellen, dass eben Migration eine hochkomplexe Sache ist und dass die Ursachen für Migration sehr unterschiedlich und komplex sind und dass die einfache Idee, dass wenn es Menschen wirtschaftlich schlechter geht, das zu Massenmigration führt, einfach so nicht stimmt. Einfach schon, weil das gar nicht möglich ist, den Menschen. Das andererseits aber auch natürlich es so ist, dass wenn wir durch Klimawandel die Lebensbedingungen verschlechtern, das natürlich auch nicht hilfreich ist und auch nicht helfen kann, um eben Strategien vor Ort entwickeln lassen zu können, also dass man vor Ort Strategien entwickelt, wie denn die Lebensbedingungen der Menschen sich verbessern. Und das muss ja das eigentliche Ziel sein. Also Migration ist natürlich sozusagen, weil es bei uns so wahrgenommen wird, ein Thema, was häufig als Ausgang oder als die zentrale Variable angesehen wird, ist natürlich aber für die Menschen, die möglicherweise auch, oder wo wir denken, die migrieren könnten, gar nicht für die das Zentrale ist. Für die ist das Zentrale ja nicht in der Regel, dass sie unbedingt nach Europa wollen, vielleicht mal als Touristen, aber jedenfalls nicht, um hier zu leben und zu arbeiten, sondern vor Ort zu leben und zu arbeiten. Also ich denke mal, die große Masse der Menschen ist eher daran interessiert, eben ihre Lebensbedingungen zu verbessern, als jetzt irgendwohin zu migrieren. Aber die Lebensbedingungen zu verbessern, ist natürlich eine Riesenaufgabe, wenn wir jetzt etwa denken, vor allem in Afrika, wo auch eben das Bevölkerungswachstum enorm ist. Also ich weiß da auch eben nicht wirklich gute Antworten. Ich bin nur sehr skeptisch gegenüber eben den sehr einfachen Vorstellungen, dass sowohl durch Klimawandel jetzt die Migration massiv zunehmen wird, jedenfalls wenn es um die internationale Massenmigration angeht, noch
dass wir relativ gut und leicht und einfach Migrationsursachen bekämpfen können. Das scheint mir doch ein größeres Problem zu sein, aber ich weiß auch die Antwort leider nicht. Herzlichen Dank für Ihren Vortrag, für die Diskussion. Ich glaube, wir haben alle noch ein bisschen weiter Lust zu recherchieren und herzlichen Dank, dass Sie heute Abend dabei gewesen sind und diesen Vortrag gegeben haben. Da kommt auch gerade noch ganz viel Lob in dem Chat. Ich möchte noch einen weiteren Veranstaltungshinweis loswerden, weil das Antikriegshaus Jörshausen morgen Abend ein Webinar hat, das eigentlich sehr gut in unsere Vortragsreihe passen würde zu nachhaltigem Konsum. Geht das überhaupt? Ein kleiner Hinweis für dich und Sie. Vielen Dank, dass Sie auch alle dabei waren, dass ihr alle dabei wart. Ich wünsche euch einen schönen Abend und machen Sie es gut. Wenn Sie möchten, Herr Proske, haben Sie gerne noch das letzte Wort natürlich. Ja, ich danke für das sehr rege Interesse und wünsche allen auch, dass Sie gesund bleiben und dass Sie in Zukunft dann vielleicht auch wieder in die Regionen reisen können, in die Sie reisen wollen, weil das ist auch wichtig, um sich auch die Folgen des Klimawandels nicht nur bei uns, sondern vor allen Dingen in Regionen, wo er wirklich massive Auswirkungen hat, zu vergegenwärtigen. Vielen Dank.